Und wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Auf jeden Fall hört hier jetzt auch der Bürgersteig auf. Und jetzt ist hier nur noch Wiese. Wir machen eine Probefahrt und lassen, wenn das Auto scheiße ist, bleiben wir einfach zu Hause und lassen sagen, oh, was war das denn? Das war ein fettes Spinnennetz. Oh. Oh. Oh, das hatte richtig Widerstand. Oh. Da müssen wir hin und da sind wir. Nochmal genauso weit, wie wir jetzt gelaufen sind. So, ohne Auto ist wirklich so richtig scheiße. Mal Hunter-Equipment, da können wir uns noch ein Gewehr kaufen. Cool, können wir alle erschießen hier. Das ist das Auto, was wir uns angucken, was da gerade fährt. Vielleicht fährt es gerade weg, weil es sich schon einer angeguckt hat, gekauft hat. Weil wir einfach, seitdem wir telefoniert haben und gesagt haben, wir drei Stunden rein. Unterwegs. Ne? Ich glaube, da steht er. Ja, das ist der. Ja? Ha. Hm. Ha. Ist aber auch schon ganz schön rostig, ey. Guck mal hier, also der ist einfach nur billig, weil er aber auch mega Schrott ist. Ja, die Reifen sind für ihre Dickheit auch schon ganz schön runter. Oh Gott, ach, der ist ölig. Komm, komm, lass uns wieder abhauen. Ja? Ja, klar, der ist Schrott. So, jetzt haben wir uns gerade den zweiten Wagen angeguckt, der war eigentlich ziemlich cool. Konnten wir leider nicht filmen. War aber eigentlich ein ziemlich geiles Auto. Die Windschutzscheibe ein bisschen kaputt und das Schiebedach hat ein paar undichte Stellen. Aber ganz egal. Aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir uns hier einen Gin Tonic gekauft. Ganz. In der Dose und müssen hier mit so einem Paper drüber. Ganz unauffällig damit rumlaufen, weil man das ja hier nicht öffentlich macht. Damit die Polizei nicht sieht, dass wir Alkohol trinken. Genau. Wo die dann wahrscheinlich natürlich weiß, dass wir Alkohol trinken, was ja eine klasse Tüte umgeht. Aber wir haben gerade gelernt, man kann es dann drüber ziehen, die Tüte, und dann schütten sie es nicht weg, sonst schütten sie es direkt weg, wenn man keine Tüte hat. Jetzt gehen wir zum dritten Auto. Ist jetzt ein Nissan Petrol. Weitaus neuer. Wir sind in der Sunnyside Street. Ja. Unseren zweiten, den wir uns gestern, habe ich von dem zweiten schon erzählt? Nee, ne? Dem zweiten, den wir uns gestern angeguckt haben. Der war echt top in Schuss, alles neu. Ja, eigentlich spricht nichts gegen den, außer dass der sich halt nicht so richtig im Preis, da wurden wir uns nicht einig. Ja, wir hatten ja heute auch Autobesichtigung Nummer 4. Und da kam so ein Spasti an, der kam sogar zu uns. Das war eine Schrottlaube, ey. Da fällt mir sogar als Mega-Auto-Nicht-Auskenner auf, dass das richtig die Dreckslaube war. Den bin ich noch niemals Probe gefahren.